Hallo und herzlich willkommen hier beim Topspiel der Woche der UDV Home Trophy 2020. Wir haben heute, wie gesagt, ein wirkliches Topspiel zweier richtig, richtig guter Dartspieler. Auf der einen Seite Max Arsenijevic, der seit Jahren mal wieder beim UDV, wenigstens bei der Home Trophy dabei ist und die aktuelle Nummer 1 des UDV, Niklas Lande, fordert. Auf jeden Fall ein Top-Spiel. An meiner Seite in der virtuellen Kommentatorenkabine, Julian Schulze. Servus Hallo, an dich, grüß hi. dich David. Ja, ich bin gespannt auf das Spiel heute auf jeden Fall. Genau. Ich bin sehr gehypt schon, weil ich glaube, das könnte ein richtiger Kracher heute jetzt werden mal. Genau, nach der ersten Gruppenphase, bei dem ja auch schon gute Spieler auf jeden Fall dabei waren, aber auf jeden Fall noch nicht diese Kracher, wie sie jetzt auf jeden Fall zu erwarten sind. In der zweiten Gruppenphase mit zwei Vierergruppen. In der ersten Vierergruppe sind diese zwei Kandidaten hier, Lande und Arsenijevic, zusammen mit Behringer und Genau. Schreiner in der Gruppe. Die haben auch schon gegeneinander gespielt. Da hat Frank Behringer sich mit 6 zu 3 Richtig. durchsetzen können. Und in der anderen Gruppe sind du, Ricardo, also Schulze, Pietreczko, mit Haberkamp und Ganz Julian genau. Weber. Da gab es auch schon Auch schon die beiden durchgespielt, genau. Spiele. Habeck haben wir da mit einem starken Spiel 6-3 gegen Weber gewonnen. War richtig gut anzusehen oder zu verfolgen. Und der gute Ricardo hat mir leider überhaupt keine Chance gelassen mit seinem 80er Average, hat mich komplett mit 6-0 weggeklatscht. Und ihr seht auch schon, das Spiel läuft gerade schon. Lande hat angefangen, hat sich Genau. aufs Bull durchsetzen können. Ja, und wie gesagt, ich bin echt gespannt, bevor es jetzt so richtig losgeht. David, was tippst du denn jetzt bei unserem Topspiel heute? Oh ja, Tipp. Gute Frage. Ich habe mit Max ein bisschen vorher gesprochen. Der hat sich die letzten Tage nicht ganz so gut gefühlt. Es kann natürlich bei ihm auch alles heißen, nicht so gut. Naja, nur noch 60 oder sowas. Mal schauen. Deswegen gehe ich auf ein gutes Spiel, auf ein 6 zu 4 für Niklas Lande gehe ich. Sogar. Okay, ja. Ich glaube, der fühlt sich auch mit dem Home-Ding noch ein bisschen wohler, ist da schon ein bisschen eingespielter. Und ja, ich glaube, der kann sich hier Ja, ich bin auch durchsetzen. gespannt auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es eng wird, aber ich glaube, dass sich der Max am Ende durchsetzen wird. Aber ich würde auch auf dem 6-4 gehen, glaube ich sogar. Nur eben für die andere Seite. Ja, mal schauen. Okay, dann haben wir ja gute Genau, Tipps genau. Ich glaube, gegeneinander ich auf habe jeden noch Fall. nie richtig getippt, wenn ich hier irgendwie kommentiert habe, deswegen. Ich habe das Oh, 5-1 von Ricardo das gegen Björn stimmt, vorausgesagt. stimmt. Ja, bin ich gegen den Strom geschwommen und habe 5-1 getippt Der und. Risikotipp, der hat sich ausgezahlt. Ja. So. Okay, starten aber beide nicht so gut ins Match. Erst ein Triple von Niklas Lande, der sonst noch kein Triple von Ja. beiden. Ich bin auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt, wie sich jetzt der Lande mal gegen den starken Gegner schlägt, weil man muss ja sagen, dass er in den letzten Monaten beim UDV eigentlich ziemlich konkurrenzlos rumläuft. Also wenn man sich da allein die letzte Competition mal anschaut, zum Beispiel, wo er, glaube ich, drei Legs insgesamt verloren hat. Oder zwei sogar nur. Ne, drei waren es, glaube ich. Da sieht aktuell keiner ein Land. Und wenn man sich hier Premier League und das aktuelle Hometurnier ansieht, ist es wirklich mal interessant zu sehen, wie es aussieht, wenn da mal ein Gegner besser mithält. Genau, das stimmt schon. Vor allem seit der Corona-Pause, wie man ja auch beim Fußball und so weiter immer schon sagt. Vor allem seitdem Niklas Lande auf jeden Fall stark abgesetzt. Natürlich auch schon die beiden letzten Majors gewonnen. Aber auch im Championship von einem halben Jahr noch gegen Julian Weber im Viertelfinale verloren. Also trotzdem auf jeden Fall die klare Nummer 1 so momentan beim UDV. Und jetzt mit zwei Halbexternen mit Pietrezko und Arsenijevic, die seit langem nicht mehr in Ilfeld waren, aber dadurch, dass es jetzt von zu Hause stattfindet, sie mal wieder dabei sind, wird es auf jeden Fall eine neue Auf jeden Herausforderung Fall. für Niklas Die beiden Lande. spielen natürlich auch zum ersten Mal gegeneinander. Lande hat ja erst deutlich später angefangen beim UDV mitzuspielen. Da war Arsenijevic schon gar nicht mehr wirklich dabei. Das ist jetzt erst aufeinandertreffen zwischen den beiden. Beide mit einem sehr schnellen Wurfrhythmus auf jeden Fall. Deswegen, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es ein ziemlich spektakuläres Spiel wird. Wir gucken mal kurz, beide noch nicht im Finish nach 18 Darts. Wir schauen mal, ob sich der Lande jetzt in eine gute Position spielen kann. Mit einem Triple vielleicht von 200 Finishen. Nee, lässt sich 138. Und dann schauen wir mal, was jetzt von Max da als Konter kommt. Genau, würde sich am besten auch ein Zweidart-Finish am liebsten stellen. Ah, ich glaube, erst Trifft auch das Triple würde. mit dem ersten Oh, Dart, das ist denke nicht ich. schön. Er ist Oh, 69 Rest. das sind. Triple, ja, 69 gibt es ganz, ganz viele Okay, ja. Wege. 19 oder 15 wahrscheinlich, würde ich jetzt mal tippen. Oder Untersport.
Passiert. Passiert auch den Okay. Besten, vielleicht sehr beruhigend für manche von Okay. uns. Das Ja. ist aber stark gestellt, dass ich trotzdem auf 69 lande. 138, ein bisschen Druck drauf, dass ich zumindest gut stellen muss mal. Genau, ist auch das andere Fleck Der zweite von Lande. könnte. Das könnte gleich mal ein Der Break zweite werden. könnte auch im Doppel gewesen sein. Dann wären es 38, das habe ich jetzt nicht genau gesehen. Ist dann wieder nur 60. Alande wirft konstant seine 320er, aber die Triple laufen noch nicht so gut bei ihm. Also bei beiden, beziehungsweise eigentlich. Bei Max war es jetzt auch gerade. Erster da denn die 2. Oh, trifft die Triple 17 für die Doppel Jawohl, die 8. ist jetzt noch vorbei. Oh, ist aber vorbei. Und jetzt schauen wir mal, ob Alande die 78 vielleicht wegmachen kann. Triple 18 für Doppel 12 ist da wahrscheinlich sein favorisierter Weg. Normalerweise, wenn er zwei Single trifft, hat er auf jeden Fall eine Chance aufs Doppel. 20 für Tops. Und Tops. Ja, der ist, glaube ich, drüber, so wie das aussieht. Ich glaube auch, ja. Heißt drei neue für Max Arsenjevic zum Break zum 1-0 direkt mal. Ich bin auch auf die Doppelquoten der beiden gespannt. Die können beide die Doppel sehr gut treffen, aber es kann schon auch mal passieren, dass sie beide auch Darts liegen lassen. Deswegen wird es da sehr darauf Ich ankommen. glaube, der Ist dritte der dritte wird drin? drin sein, wenn ich es richtig gesehen habe. Ganz sicher bin ich mir auch nicht. Schauen wir mal auf dem Okay, Scoreboard. Ja, der dritte da war direkt drin. das Break Okay. zum 1-0. Ich glaube, es waren 30 Data, könnte es sein? Ah, Nee, 27 hat er jetzt drauf, 27 waren okay. es. Also ein etwas holpriger Start. Ja, obwohl 27 schon auch noch Ah, solide ist, auf ich jeden sehe gerade, dass Fall. im Stream die 56er Stats gar nicht Average. angezeigt werden, nach die Liebe zählt. Entschuldigung, technische Schwierigkeiten, aber Ja, ich jetzt glaube, das war vorhin müsste aber es auch noch gleich wieder anders. Aber ja. gehen eigentlich. Ja, jetzt sollen sie wieder da sein. Also die Scores sieht man auf jeden Fall wieder. So. Max startet hier gut mit der 100. Lande nur eine Ja, weil du 43. gerade die Doppelboden angesprochen hast, ja auch bei. Das ist ja eigentlich so die größte Entwicklung von Niklas Sander gewesen, sag ich mal, weil ich glaube, der Jonas hat es beim Competition-Stream schon angesprochen. Scoring war da eigentlich schon immer extrem stark, aber er hat mittlerweile halt einfach mit die beste Doppelquote überhaupt beim IDV, würde ich sagen. Und das ist halt das, was ein bisschen Unterschied auch bei ihm macht, weil er halt da sich ganz, ganz selten wirklich nur Fehler erlaubt. Deswegen denke ich, dass er heute halt echt einfach mal schauen muss, dass er bei ihm mit dem Scoring mitkommt, gegen Max auch. Weil da ist natürlich auch ein harter Brocken. Das stimmt, im Scoring könnte Max auf jeden Fall besser sein. Aber ja, bei Niklas Lande ist es auch so, dass er ein bisschen seine Nerven und seinen Charakter, seine Selbstvertrauen auch immer mehr steigern konnte. Und für ihn ist das auch einfach jetzt relativ normal, quasi jetzt schon die Turniere zu gewinnen, und den Anspruch hat er auch an sich selbst. Und ja, es sind zwei in der Triple 20. Oh, dritten sehe ich nicht. Ich glaube nur eine 140 von Lande. Könnte sein, aber starkes Leck trotzdem von beiden bisher. 140, ja, 221 nach Jo. 9. Schon mal gut. Genau, Genau. das ist eben auch das Ich Interessante, bin wie du angesprochen jetzt. hast, beim Lande mit den Nerven an sich natürlich sehr nervenstark immer, wie man sieht. Aber man muss halt auch dazu sagen, wie ich vorhin schon angesprochen habe, ihm fehlt aktuell vielleicht so ein bisschen die Challenge auch einfach. Und das ist natürlich leichter, seine Nerven zu behalten, wenn man eh schon 4-5-0 führt, als wenn es vielleicht ein enges Spiel ist. Und da muss man natürlich abwarten, ob er das dann genauso gut macht. Genau, guter Punkt auf jeden Fall, den du da ansprichst. So, Max sollte sich jetzt in den Finish-Bereich spielen. Lande hat ihm den Aufschlag quasi schon abgenommen. Steht auf 140 19 und runtergehen. Max. 467 Genau. oder so. Oder 16. Kann man auch machen. Ja, falls die Weber Ultras im Chat sind, die werden sich wahrscheinlich freuen drüber, dass er direkt die 170 hier gestellt hat. Und mal gucken, was er alleine mit 140 macht. Der erste ist, glaube ich, drin im Triple. Ah, der zweite ist Oh. dann aber leider weit vorbei. Weit weg. 75 hat er noch. 75, genau. Der ist, glaube ich, in der Okay. 19 ist auf Singlebull gegangen wahrscheinlich. So, Max 170 Rest. Haben wir ja bei Hat Gaga man gesehen, Clemens ja. vor ein paar Tagen mal beim Hätte Matchplay was, hätte gesehen. was. Ah, den setzt er Auf jeden ganz knapp drüber, Fall. schade. Oh, das wäre eng gewesen. Der Ja. sollte drin sein. 89 für 81 Rest und lande bei 56. Das heißt normalerweise zwei Darts für die Doppel 20. Ja. Ah, das ist ein guter Marker. Kann er aber nicht ausnutzen. Oh, Ja. beide knapp drüber. Jetzt mal gucken. 81 für Max Arsenjevic ist immer noch relativ viel. Schauen wir mal, ob er das vielleicht wegmachen kann.
denke ich, über Triple 19 Ja, gehen. 62, 12 fürs Bullseye. Und Diese kleinen nee. 4, glaube ich, gewesen. So, jetzt direkt zum Rebreak, Niklas Lande. Jetzt wieder drüber den ersten, bzw. die ersten beiden. Nee! Ach, Mann! Ist knapp Ja? drunter. Aber jetzt wird natürlich interessant. Jetzt gleich mal 6 Starts auf Doppelte verpasst. Ob das jetzt eine Auswirkung hat? Das kennt er eigentlich gar nicht. Normalerweise, wenn er 6 Starts auf Doppelte mit einem legt, dann macht er ganz easy einen rein. Oh, Max verpasst die erste Single, kriegt nur einen Den Dart. macht er aber. Aber der Ja? ist drin, oder? Müsste drin sein. 2-0. Verteidigt er bisschen mit Mühe seinen Anwurf, trotzdem noch ein gutes Leck gewesen, aber Lande auch einfach sehr, sehr stark Sehr gescored. stark gescored, Hätte eigentlich einen 17-Darter spielen können, wenn er den ersten und getroffen wir hätte. beide bei einem knapp 59er Average, also sehr ausgeglichen an sich das Spiel. Abgesehen vom Ergebnis, da steht schon 2-0, aber jetzt mal gucken, wie es hier weitergeht. An sich ist nur ein Break, die Distanz ist relativ lang für ÖTV-Verhältnisse mit Best of 11. Also da ist noch einiges im Weg zu gehen. Genau, den kann er vielleicht benutzen, um draufzulegen. Genau. Schön. Sehr schön. Ja, Max, einer der ganz wenigen Spieler in oh, 140, einer der ganz 140 wenigen Spieler sogar. in Ülfeld, der bei dem Darts wirklich im Board hängen. Sonst sieht man ja bei uns eigentlich so klassischerweise wirklich immer so diesen etwas, wieder ein bisschen nach oben gesteckten halt so ein bisschen. Aber Max hängen sie so ein bisschen, das ist interessant. Ja. Kann man die Darts auch draufwerfen, obwohl sie bei ihm schon so gerade stecken, dass er sie vielleicht sogar auch Wahrscheinlich, dagegen ja. werfen Das sehen könnte. wir jetzt bei dem da zum Beispiel, wenn die zu sehr hängen würden, dann wäre der da wahrscheinlich schon runtergeswitcht. Ja. Aber war noch möglich. Trotzdem am Ende nur in Anführungszeichen 60. Aber das sind wieder gut vorne Ja, in dem aber Deck auch jetzt. Max, einen der natürlichsten und besten Wurfstile, die ich ehrlich gesagt beim Absolut, EDV bisher gesehen absolut. Also habe. sieht so extrem entspannt aus, wie der wirft. Das ist Wahnsinn. Kann man allerdings auch gleichzeitig übereinander sagen, würde ich fast behaupten. Die nehmen sich da, glaube ich, nicht viel. Ja, genau. Ja, mal gucken. Lande ist irgendwie noch nicht ganz so trainiert im Match. Vielleicht hat ihm das Leck gerade eben, als er viele Darts auf Doppel verpasst hat, auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und das ist bekanntlich ja fatal beim Darts. Jetzt ein 3-0 zum Break wäre natürlich schon ein großes Ding, aber wirft er für 97, bleibt Letzte war wenigstens dran wichtig, an dass er Arsenjevic. völlig den Anschluss verliert. Ja. So, Max will jetzt wahrscheinlich in den Ja, Finish-Bereich geht schon über kommen. die 19 anzufangen. Geht auch über Ah, 19. eigentlich 7, sind 46, also kein Finish, 196 Rest. Ne, 186 natürlich, 187, alles klar. Ja, 87. die Rechenskills sind am Ja, Start jetzt heute. Lande Ja, das. hat ein Ja, Triple. lässt sich 161, das ist gut. Das ist wichtig für ihn, dass er da jetzt, wie gesagt, nicht den Anschluss verliert, dass er jetzt wieder ein bisschen in Führung geht, zumindest in seinem eigenen Anwurfleck. Jetzt mal. Wichtige letzten Ja, sechs und Darts jetzt auf mal jeden gucken, Fall, ja. was Max hier macht. Fängt über 20 an. Den zweiten Leck kennen wir da nicht, wo der ist. Könnten eine Könnte, 81 oder ja. so gewesen Schauen wir mal, sein? was das Scoreboard gleich sagt. 83 waren es, okay, für 104. 83. Und jetzt gucken wir, was Lande bei 161 macht. Ja, gut, was er macht, ist. So, ich würde sagen, in sechs Darts sollte das Niklas Hier ist er halt Lande auf Pull checken gehen, ne? eigentlich. Macht er nicht. Wäre vielleicht geschickt gewesen, dann hätte er sich einen zweiten Finish stellen können. Jetzt 104. Da gibt es ja so viele Wege für das Finish. Eines meiner absoluten Lieblingscheckouts. Ja, super Wo Finish du auf jeden eigentlich Fall. jedes Feld von 20 bis 16 da spielen kannst. Die Also das 4 kann man ist. auch nehmen für 100. Da lässt sich doch 64. Ach Gott, was denn los? 60 Rest. Und Lande. Ja, was ist denn los, Julian? Genau. Und lande jetzt bei 102. So, schade. Das rechnen lasse ich jetzt. Oh, 10 für Doppel Schöner 60 erster jetzt, ja? Dart. Oh, das wär richtig Das wichtig. wäre ganz, ganz wichtig. Ach, Oh, Mann! je. Ist aber auch bitter, wieder Naja. sehr, sehr knapp, wie vorhin auch schon. Er hat, glaube ich, keine Nadel mehr dazwischen gepasst. Kein Blatt Papier. Und Arsenjevic jetzt im Normalfall auch wieder mit 2 auf Tops. Mal schauen. Der steckt gut in der 20. Und jetzt setzt er drunter, Doppel 10. Ah, nee. Der müsste Ja. knapp vorbei sein.
So, jetzt die Chance für Da Lande ist im Spiel 8, zu bleiben, 9 bei und 10 3-0 und die und muss zwei er jetzt Breaks machen wäre. nochmal. Und den macht er nicht, oder? Den doch nicht. Nee. Nee, Boah. die stecken auch ziemlich blöd. Aber der muss ja rumlaufen wahrscheinlich, ja. Muss er von rechts werfen. Nee, oh wei. Ah, Bam! warm? Bam! Okay, das war. Okay. Okay, gut. Okay, dann war der Dann war wohl. er Ja, wohl okay, das ist wichtig jetzt drin. aber für ihn, dass er da reinkommt. Das sah sehr danach aus, wäre er vorbei gewesen, aber da vertrauen wir ihm natürlich. Scheint er wohl links auch noch einen Weg Ja, vorbeigefunden zu also haben. ganz, ganz wichtiges Leck, das Belande gewesen. Und wenn er jetzt hier auch wieder die 3 auf Doppel verpasst hätte und Max das Leck sich geholt hätte, das wäre dann schon Brocken gewesen, da wieder reinzukommen ins Match. Aber so ist Genau. auf jeden Fall noch alles völlig offen. Averages haben wir gerade übrigens bei 60,12 bei Lande, 63,32 bei Asenjevic. Beide mit 140, Lande 100, Max 300 plus Scores. Doppelquoten haben wir 22,22% bei Max und 10% bei Lande gerade eben. Genau, ungefähr auch, ich würde sagen, vom Average in dem Bereich, wo wir uns gedacht haben, vielleicht noch ein bisschen mehr erhofft, aber schauen wir mal, das Match Schauen kann wir ja auch mal. noch weitergehen. Es sind ja jetzt auch schon ein paar Doppel verpasst worden, vor allem von Lande. Komm. Ja, ist aber auch ganz ungewöhnlich von Lande dieses Hadern über sich selbst zu hören. Das haben wir eigentlich fast lieber ihm. Eigentlich einer der ruhigsten Spieler, die wir beim ÖDV haben, immer sehr in sich gekehrt. Jubelt auch ganz, ganz selten nur. Und noch seltener beschwert er sich eigentlich über irgendwas. Aber jetzt hört man immer wieder so, dass er ein bisschen unzufrieden mit sich selbst gerade ist mit seinem Spiel. Ja, wie du auch vorhin gesagt hast, der sieht jetzt wahrscheinlich auch Genau. die Challenge hier, die er jetzt bei der Trophy gegen die richtig guten Spieler wie Lande und Pietrzyk hat. Und die will er natürlich auch annehmen und will nicht nur gegen die anderen beim IDV gewinnen, sondern eben auch gegen solche Ganz Brocken genau. wie Asenjevic und Pietrzyk mithalten können. Ganz genau. Den Anspruch hat er auf jeden Ja, Fall. völlig zu Recht muss man auch sagen. Wenn man so spielt, dann hau einen Lande da bei Max und Bouncer. Und mal gucken, ob. Ach, vom Scoring her, Max wieder ein bisschen vorne, schon zwei Triple Ja, dieses schauen Leg. wir, ob Lande da jetzt wieder mit ein bisschen Kapital draufschlagen kann, dass es nur 40 Punkte waren. Das ist ein Oh, schöner super erster. erster Dart. Macht eine 100 draus. Ja, da ist er Und wieder dann da. ist wieder der Neck. So, wo 17 Rest? So, Max wird sich jetzt vermutlich ins Finish stellen, behaupte ich mal. Vielleicht aber auch nicht. Braucht ein Steckt aber Triple. eigentlich gut der zweite, sollte man mal hin. Ah, geht aber trotzdem Mhm. runter. Geht aber runter. Kein Finish. Habe ich nicht Ich erkannt, wo glaube, der der war. Triple 3, wenn mich alles getäuscht hat, ja. Ja. So, Lande 2,17. Mal schauen, was der macht, ob der ins Finish kommt. Auf Ja, so 127. 60. Alles auch ganz, ganz stark bei Niklas Sande. Der hat ganz selten nur Ausreißer in die 5 und in die 1. Also wirklich immer Das so 2 stimmt, da 60 dann. eigentlich mindestens was. Das ist, macht ihn dann auch extrem schwer zu schlagen eben. Ja, sieht man auch in dem Ja. Leg. 60 sein 60, schlechtester Wurf 64, in diesem 60, Leg bisher. 160. Mal gucken, was er jetzt macht. 157, Triple 20, Triple 19, Doppel 20. Nee. Ah, kaum sage ich's. Geht der erste nicht 5. Aber dann Aber gut Triple korrigiert, dabei. genau. List. So, Max, schönes Finish mit einer 130. Bin gespannt. 30 haben wir, glaube ich, schon mal ein Finish auf Kamera gehabt, habe ich so gehört, oder? War da nicht mal was? Habe ich auch irgendwas in Erinnerung? Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, was da war. Ja, Max kann es leider nicht. So, jetzt. Aber mal schauen, ob Lande die 75 kann. Triple 17, Doppel 12. Mal schauen, ob er den Weg geht oder ob er irgendwas anderes probiert. Ne, probiert er Oh Doppel ja. 12. Ganz stark. Oh, Bam! super Darts. 19, 20 Darts, oder? Break 20 Darts zum 2 Sehr zu stark. 2. Und jetzt ist Lande drin und jetzt haben wir auf jeden Fall mit. Das war ein ganz starkes Leck von Lande. Wirklich kaum Fehler. Wie gesagt, jetzt keine totalen Highscores, keine 140, aber diese Konstanz eben auf die 20 einfach macht da jetzt den Unterschied gerade. Genau, Max hatte da ein paar mehr Ausreißer. Dadurch ein bisschen hinten dann doch gewesen im Scoring. Und das konnte Lande sehr gut ausnutzen zum 2 zu 2 Auch Break. wichtig, dass jetzt gleich der erste Dart ins Doppel ging, damit er ihm selbst ein bisschen zufrieden mit seiner Doppelquote ist und dann nicht so ins Hadern kommt. Ja, das war auf jeden Fall ganz wichtig, die 75. Max kommt wieder gut ins Leck rein mit R99.
Aber ich glaube auch, dass beide trotzdem noch Ich besser glaube auch, spielen bin mir auch können. sicher, auf jeden Fall. Das Ich, haben sie auch schon gezeigt. ja. Also Max hatte gegen Dichter, glaube ich, irgendwie ein 75er Average in der Richtung was, glaube ich, ne? Und Lande. Ja, auch wenn er da kaum Druck bekommen hat, aber Ja, gut, aber ist immer die Frage, ob es Druck wirklich leichter macht, einen guten Average zu spielen, weil, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber wenn mein Gegner irgendwie überhaupt nicht mithält, dann spiele ich im Regelfall auch. Also gut, die Averages, wie die die beiden spielen, spiele ich sowieso nie. Aber prinzipiell, wenn du einen deutlich schwächeren Gegner hast, ist, finde ich, immer auch nochmal schwerer, dann da wirklich deine Top-Leistung auch abzuliefern, weil du halt denkst, naja, ich mache halt so viel, ich muss. So, wir gucken. Lande. Oh, das sind zwei drin. Ist das die 180? Ich Ich weiß habe es es nicht genau auch erkannt. nicht. Ah, schade. Nee, sind wieder nur Das wäre die 140. erste im Turnier gewesen. Noch keine einzige gesehen bisher. Ja, immer noch Gefahren, keine. oder? Wir hatten die drei Triple Ja. 18er von Ricardo, glaube ich, So, mal. jetzt Max haben wir vielleicht. Ja, jetzt auf der anderen Ja, Seite. komm, das ist so da. Das Das ist ist mit. er, oder? Jawohl. Schön Jawohl! mit 70. Da haben wir sie, die erste 180. 180 von Max. Aber kein Wow. Finish rest gelassen. Wow. Mensch. Ja, das war Ja, auch da muss er schwer vorher schon rechnen, ne? möglich. 3,43, das Vorfinish-Bogey. Ja, Ja, natürlich, das, Spaß. aber jetzt trotzdem sehr, sehr stark auf Ein jeden starkes Fall. Leck, mal gucken, wo er sich jetzt hinbringen kann. Nach 9 Darts auf 163 ist auf jeden Fall solide. So, der ist, glaube ich, auch wieder drin, dann wären es 83 Rest. Und lässt sich 66 Rest. Starkes Leck, richtig starkes Leck. Und jetzt wäre vor allem wieder ein Break. Ja, das kam. Ja, zum Break wieder. Aber Lande ist da auch noch nicht raus, der kommt auch wieder. 152 noch. Ja, 133, okay, das ist noch ein ganz dicker Batzen. Also, Normalerweise jetzt ja, sechs Darts für Max, für würde ich auch diese sagen. 66 Rest. Was geht da? Triple 10? Single 2, okay. Sollte wahrscheinlich 64. Richtung Er 10 traut gehen. Lande die 133 auch noch nicht zu. Stellt sich Doppel 12 dann, glaube ich, mit dem Naja, also letzten. die Single 16 gehen vermute ich mal ganz stark und die sind ein bisschen abgerutscht. So, Ja. 133. Der ist Triple Oh ja, 19. das wäre jetzt ja Oh, der hat's. Ui. fast knapp. Aber das wäre natürlich Das voll ins Gesicht wäre von vor allem, Max, weil der Max da ihm. eben gerade nicht auf die Bullseye-Route gegangen ist und sich nur stellen wollte. Genau, das war übrigens damals bei den 130, die ich auf Kamera gecheckt habe, hat Stimmt. mir Sepp die auch nicht Ja, zugetraut und hat sich nicht aufs Bullseye gestellt. Das ist natürlich umso schöner dann, das finde ich. Jetzt schauen wir auf jetzt die schauen wir. 24 Rest. Genau. Wichtiges Leck hier. Zum direkten Re-Re-Break quasi. Der ist, Der müsste drin glaube sein, ich, ja. oder? Super 3-2. Darts, ja. 6 Darts. 16 Darts. Ganz stark. Bockstark. Bockstark. Ich glaube. Steht auch bei 80 im First Nine. Ist auf jeden Fall auch Die nicht beiden werden auch mit verkehrt. zunehmender Matchshow immer besser. Also, wir haben gerade 66er Average bei Max, 65er bei Lande. Das ist schon eine sehr starke Nummer. Ja, ich denke, die pushen sich da Auf jeden gegenseitig Fall. hoch. Der eine merkt, dass der andere besser spielt und dann muss er auch besser spielen und dadurch entsteht jetzt dieses super gute Match auf Auf jeden jeden Fall. Fall. 16 Darts übrigens das neue persönliche Bestleck für Max in dieser Premier League. Und das zweitbeste, was sie Okay. bisher gesehen haben, das Beste hat noch sein Gegner. Niklas Sander hat einen 15 Darter gespielt. Gegen den Weber war das, glaube ich. Ja, Ricardo spielt dann nur zwischen Genau. 18 und 21 immer. Aber dafür das sehr, sehr Und das konstant. reicht bei uns ziemlich leicht, tatsächlich. Also kurz dann 18er zu spielen. Hat was, hat was. So, Lande mit einem schwachen Stand 37, habe ich gerade mal kurz hingeguckt. So, beide ohne Triple in den ersten sechs Starts. Ist ja schon eigentlich erwähnenswert. Tatsächlich, ja. Sehr, aber ja, auf jeden Fall, wenn Max den Anruf jetzt halten könnte, wäre es ein 4 zu 2. Das ist von 6 auch nicht mehr allzu Das weit ist entfernt richtig. dann. Also so weit ist die Distanz dann Ja, auch wieder klar, auf jeden nicht. Fall. Ja, da siehst du wieder das Vorfinish-Bogey gestellt von Max. Ja. Aber wenn jetzt wieder eine 180 kommt, kann ich damit gut Ich leben. glaube, er auch, ja. Hat er gerade auch nicht so verkehrt geklappt am Ende Ja, mit 16 echt. Darts. Ja, hätten auch 12 sein können dann, Ja, ne? Eigentlich, aber. vor allem 344 oder sowas mit 6 Stars zu checken, wäre halt auch ziemlich cool einfach.
Lande gerade mit seinem ersten Triple übrigens in diesem Leg. 85 hat er da geworfen für 319 Rest. Max konnte das auch mit der 85 für 258 noch. Mal schauen, Lande wieder starker Erster. Ich glaube, der zweite ist auch drin. Oh ja. Ah. Ah, wieder eine 140. Aber schon die Dritte, dritte ja. von ihm in diesem Spiel. Auch wieder richtig schöne Darts, 179 Rest. Muss ich Max wieder strecken, dass er nicht wieder das direkte Rebreak kassiert. Ach, Das sehr viele absolute Breaks hier auf jeden Fall. Break-Festival. Könnte man eigentlich meinen, dass Breaken auf dem Niveau noch deutlich schwerer ist als auf niedrigerem Ja. Niveau, aber ja. 44 nur von Max. Das heißt, Lande hat den Aufschlag in ihr schon abgenommen. Ah, auch nicht die allerbeste. Ah, wobei. Glaub, Ich korrigiert er glaube im auch. letzten Dart, stellt sich 98. Ja, ganz genau. So, Mike. Jetzt muss Max auf jeden Fall in den Finish-Bereich kommen, um wenigstens ein bisschen Druck Ah, aufzubauen. schwacher ist. Mit dem ersten in der 1 Gut. könnte es schwer werden. 93 brauchen Triple, hatten Triple. 136, aber das ist auch wieder sehr, sehr viel, was er dann noch wegzumachen hat. Das heißt, ich würde auch wieder behaupten, 6 Darts wahrscheinlich für Lande jetzt für die 98. 78. Oh, und Doppel 12. Oh, schön. Wieder die Doppel-12. Ah, das ist etwas weiter vorbei. Also ich ja nochmal Stellt sich trotzdem auf jeden Fall vielleicht gut. würde behaupten, wie gesagt, dass er auf jeden Fall nochmal drankommen sollte. Hat sich ja ungewöhnlich viel Zeit auch gerade gelassen vor seinem Dart auf Doppel. Normalerweise ist es auch so eine Sache, die man ganz selten noch sieht bei ihm. Aber er kommt auf jeden Fall nochmal dran. Also nicht die allerbesten Darts von Max Krasch. Stellt sich nur 95, glaube ich, wenn ich richtig gesehen habe. So, jetzt drei Frische für Doppel 12 zum nächsten Uiuiui. Break. Oh, er Das war jetzt ist weg. weit weg in der 9. 15 Rest. Kriegt nur noch einen Sogar Dart. zwei vermutlich. Normalerweise. Ah, und Doppel 4. Nee. Oh Lande Mann, regt sich wieder ey. ein bisschen auf. So, Max, geht er über den 19 oder geht er über Mist. das Bullseye den sicheren Weg? Ist jetzt die Frage. Ich tippe mal auf die 19. Kann ich dir. Ja, ich würde es auch fast sagen, obwohl er mit seinem. Ja, jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass er zweimal Doppel 19 geht. Ja. Nee, Versuch's geht er rum, nicht. schaff's Okay. nicht, heißt nochmal drei Darts für Lande und die müssen jetzt vermutlich weg. Da hast du mal Ja. 25, 26 und 27 in diesem Leck jetzt gleich. Auf die Doppel 2. Also wieder ganz knapp nur drunter. Oh, das war ja hier, Doppel 1. Ja, hohoho, Ja! da. Boah, der war sehr, sehr wichtig. Den freut er Ja, sich auch volles Ding für ihn, dementsprechend. ja. Völlig berechtigt aber auch. Wichtiges Wiederbreak. Zum 3-3. Wie gesagt, Lande extrem emotional heute. Das sieht man echt kaum bei ihm. Aber wie gesagt, das sieht man auch, wie wichtig das heute für ihn ist. Da auch mal gegen so einen Top-Gegner dann seine Leistung zu bringen. Genau, er will eventuell auch im Halbfinale Ricardo aus dem Weg gehen, wenn Das er natürlich Gruppenerster sowieso. wird. Das ist natürlich auch so ein Ja, Ding. wenn ich die Wahl als Der Gegner zwischen das Ricardo und mir hätte, würde ich auch eher mich nehmen, muss ich sagen. Oder Sven würde ich eventuell. Sven Habakan dann Entschuldigung. nehmen. Ich will niemanden disrespekten. Ja, das ist natürlich noch Ja, lange nicht entschieden, die aber Gruppe. ja, vor allem, weil du gerade hinter Sven Ja, bist. gut. Aber musst du natürlich sagen, Also, dass noch nicht entschieden ist, ne? Du mit deinem letzten Platz gerade. no disrespect gegen Weber, aber ich würde sagen, ich hätte den leicht schweren Auftaktgegner. Nee, Spaß, aber natürlich. Das ist, die Gruppe ist Eventuell, schwer auf jeden Fall. Also Sven, die hat richtig starkes Spiel auch gegen den Weber gemacht. Also, und man hat sich auch bei der Competition gesehen, da durften wir auch gleich zweimal gegeneinander spielen. Und klar, das erste Match war ja da auch ganz extrem eng. Also, Sven ist ein sehr unangenehmer Gegner, wenn der mal ins Rollen kommt. Vor allem jetzt, wo die Doppel trifft. Auf jeden Fall. Genau, die sind ja bei ihm in letzter Zeit Auf jeden deutlich besser Fall. geworden wieder. Ich bin auch auf die nächste Competition Absolut, in ziemlich gespannt. genau einer Woche findet die statt, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Genau, also Sonntag in Am einer Woche. 2. August, ja. Also 10 Tage müssten es sein, sowas, ja. Gute Nachricht für mich, der Land ist nicht dabei. Oder für alle eigentlich. Das heißt, jeder hat eine Siegchance, eine realistische. Genau, hat mir Björn gestern auch schon erzählt, dass er sich da auf jeden Fall was ausrechnet, weil für ihn stand ja letztes Mal, genau wie für dich auch nur Niklas Lande Richtig, im Weg. Hat irre. ja auch nur Beide Gruppen zweimal verloren, ne? gegen Niklas verloren. Genau, auch jeweils ein Halbfinale, ein Finale gegen Niklas verloren. Der rechnet sich auch Und auf auch jeden schon Fall die was alle, aber wie aus. gesagt, das ist.
Mal wieder ein. Ich meine, wir haben ja einen, Genau. aber wir haben, wie gesagt, den Björn, wir haben den Sven auf jeden Fall, der sicherlich auch Chancen auf den Sieg hat. Oder es wird mal ein kompletter Außenseiter, wie, keine Ahnung, Weber mal wieder oder sowas vielleicht. Ja, der ist sicher auch. Der auch ganz gut in Form Richtig, ist, allgemein ja. in diesem Jahr. Bei der Premier League auch, Home Premier League Ja, auch gute deutlich Leistungen gesteigert gebracht auch im hat. Vergleich zu den letzten Jahren auf jeden Fall. Da war der teilweise nicht so gut in Ja. Form, aber da hat er echt wieder sein Spiel ein bisschen gefunden. Und wir sind hier gerade anscheinend auf dem Weg zum nächsten Break, wenn ich mir das so anschaue. Das war Könnte jetzt mit passieren, ja. 0. Wieder nur 27, glaube ich, von Ganz Niklas genau, ja. geworfen. Das ist Max schon wieder vorne im Leck. Gegen den Anwurf. Bei 2,53. Ja, mal schauen, ob er sich ins Finish stellen kann. Schon müsste jetzt auf die 18 gehen. Macht er nicht. Lässt sich 168. Ja, müsste jetzt Lande aber auch mit 6 das ausmachen, damit es ein Problem für Max wäre, dass er Auch sich das wieder ein Würdig nicht sehr gestellt schlechter hat. Punkt. Macht er nicht, aber trotzdem gute Darts. 80 müssten es gewesen sein für 183 Rest. Da ist zumindest, dass er da nicht völlig abreißen lässt wieder. Und 81 Rest. War auch in der Triple 1, deswegen 82 geworfen. Jetzt unter 100 am besten mit einem Triple. Wirft nur Nur 60. 108. Und Lande, mal gucken, was. So, jetzt ein Triple für Niklas, um. Ja, Ja, und da ist dürfte. es. Naja, eine 1. Zumindest die große 20 wäre jetzt wichtig. Ja. Könnten sogar Oh. 121 sein, bin ich mir schon wieder gar nicht sicher. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Auf jeden Ja. Fall ein Zweiter-Finish. Ja, Da können wir uns 60 drauf als starke einigen. Darts. Ja, sehr starke 108, Darts. 11 wie 104 kannst du auch richtig viele Wege gehen. Eigentlich auch wieder alles von 20 bis Ja. 17 runter. Max versucht es über die 18. Oh, und jetzt Doppel 18. Oh ja, Doppel 18. Oh. Oh, das wäre ein Ja. super Finish gewesen. Und dann jetzt. Musste 60 auch. Rest, 20 für 2 Darts auf Tops im Normalfall. Oh, der steckt. Oh, das steckt vielleicht ein Ja, bisschen ich würde blöd. sehen Ah. jetzt. Mann, ey. Der ist in der Doppel 6, stellt sich 8 Rest. Jetzt wieder die Chance zum Break. Der hätte Lande zum ersten Mal in diesem Ja. Match in Führung gehen können. Und jetzt 3 Darts auf die Doppel 8 für Max. Ja, bestimmt Doppel 9 ist es. Hat er sich Ah, okay. vertippt vorher? Ja, stimmt, logisch. Klar, ja. Oh, Und wichtig. der ist drin, dritter Wichtig. Dart. Sehr, sehr stark, Auch sehr, sehr stark gemacht. Von wichtig. außen sich da angenähert. Ist bei. Geduldig geblieben, nicht, dass er Ja, die Single trifft bei Leuten auch. immer die Gefahr, dass man da eben nach zwei Darts und sowas schon kein Doppel mehr Rest hat. Aber Max ganz Genau. gekonnt. Zum Next Break gecheckt. Zum mittlerweile fünften Folge oder sowas. Vierten, dritten, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren schon einige. Ich glaube, Max hat nur zum 2:0 Ja, mal sein stimmt, Leck stimmt. gehalten. Er Ich glaube, ist alle ansonsten zehn waren Runden das schon alles verloren. Breaks sogar. Er ist schon lange nicht angefangen, Und dann was? 2:1 und so da kommen weiter. jetzt beide ganz gut rein. 99 von Max, 82 waren das, glaube ich, von Lande, richtig. So ist der Chat eigentlich am Start, ey. Macht mal ein bisschen Unterhaltung oder sowas. Sonst wissen wir nicht mehr, über was wir reden sollen. Naja, ich glaube, über das Spiel kann Kann man man reden. machen Was mit ist denn das? 80? Ja, ja, 180! ja, ja. Wow, was geht denn hier ab? Zweite, alter Unglaublich. Schwede, Da redest du mit dem Chat und über ey. was können wir reden und dann Das kommt sind jetzt sowas, ey. ganze vier gar keine und jetzt hat der Max zwei in einem Match raus. Das sieht man auch nicht so häufig bei uns. So, und das könnte doch jetzt der entscheidende Schritt vielleicht Richtung Halten des Lecks sein und zum 5:3, was dann schon schwer wäre. Dann bräuchte Niklas drei Lecks in Folge. Hat jetzt auch mindestens 9 Darts Zeit dafür und das spielt er richtig stark. Es ist nämlich jetzt schon bei 99. Er ist Super. nach 9 Darts potenzieller Wow. 12 Darter. Wahnsinnig. Also Lande braucht jetzt 2 Triple mindestens, um da dran zu bleiben. Und selbst dann wird es kritisch. Ja, ich glaube, das Leck könnte mal an Ich Max glaube fast gehen, auch. wenn er die Doppel so trifft. Bisher 29% Doppelquote auf jeden Fall Ja. auch stark. Ja, und da fehlt es eben bei Lande. Ich meine, Lande hatte 99 mehr Rest. Versuche auf die Doppel als Max, aber eben bloß 3 getroffen. So, Tops, Tops. Ha, versucht's. Schafft er nicht. Ich glaube, der letzte war sogar in der Triple 17. War das? Okay. Dachte schon. Ja. Tatsächlich. Ja, das sieht Ja, danach. sehr gut.
12 Darts, 24 Rest, das ist Das ist, Weltklasse, kann man eigentlich schon fast also sagen. da kann man einfach nicht viel machen. Da musst du einen Zwölfter werfen, wenn er das jetzt checkt als Gegner. Und das ist nicht so leicht. Deswegen überragendes Leck. Mal schauen, ob es jetzt das auch ausmacht. Doppel 6 jetzt. Ah, weit weg. Oh. Ah, nee, okay. Stellt sich auch ein bisschen die Doppel 3 vielleicht auch nicht so gut, wo der Gegner noch Ja, relativ weit Doppel weg 3, aber ist. hat er wahrscheinlich auch Zeit, um es noch umzustellen über die Single 2, weil Lande muss jetzt braucht dringend einen Triple, um in den Finish-Bereich überhaupt zu kommen. Das hat er nicht. Heißt mindestens 6 Darts für Max. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt über die 2 umbaut. Oder er sagt sich, er hat das Selbstvertrauen, er checkt auch die Doppel 3 weg. Ja. Ja, so aus. Ein zweiter 16-Darter im Match. Weil gleich beides die letzte 180 Ja. aufgeworfen, Mann, auf die 16 Date. Ja, So, und ich jetzt glaube braucht er schon. nur noch eins. Und das wird jetzt richtig eng für Lande. Der muss jetzt nämlich drei Lecks. Mittlerweile auch bei 67 Average, Max. Lande bei 65 Ja, der ungefähr. bräuchte jetzt drei Lecks in Folge. Zwei davon, nee, eins davon gehen in den Anwurf. Schauen wir mal. Obwohl im letzten Deck sowieso immer alles passieren kann, da ist der Anwurf Ist dann auch teilweise wieder auch ein wahr, ja. bisschen egal. Weil da kann auch mal drei Darts durch die Nerven einfach in die Eins gehen oder sowas. Das Ja, kann da auch mal passieren. das kennen wir alle wahrscheinlich, ja. Aber Lande kommt gut rein, aber. Ja, super. 304 nach 6 Darts dürfte das sein, wenn ich mich nicht verschaut habe. Ganz genau. Aber Max braucht das Leck jetzt Ja. auch nicht unbedingt. Der hat danach eigenen Anwurf zum 6 zu 4. Das ist, glaube ich, sein großes Ziel. Trotzdem Ah, jetzt lang ist Druck das machen, Leck, glaube ich, natürlich. zurückgegeben. Ja. Aber vielleicht Druck machen, dass Niklas vielleicht die Doppel Ja. wieder nicht so trifft. Dann könnte es vielleicht auch schon in diesem Leck Ja, ganz soweit genau. sein. Wir sind nur 41 jetzt. Genau 100 Punkte vorne damit. Genau der Herr Landvogt. So, jetzt genau. Eine gute Aufnahme von Max und dann ist er wieder Alles voll klar. im Leck. Sind das Super 100? letzte Dart. 100 oder 81? Oh, Bin 16 mir. nur, Oh, okay. war nur Ich dachte 60. auch, wäre einer Okay. drin gewesen, tatsächlich. Ja, manchmal sieht man es dann doch nicht so gut, aber Das den ist eine, ersten das, Dart sieht willst du man die immer nächste sehr gut bei 180? Das. Ist, Das ist sie, ist oder? Wahnsinn, oder? Ey, was ist denn hier los, ey? Alter Schwede, 380 im Stream, ey. Und der ey. Chat Was ist denn rastet nicht los, ich aus. Was sag ist hier los, ey? nur. 380er, ja meine Güte, was bekommen wir hier denn für ein Spiel geliefert? Ist ja Wahnsinn. Die ersten drei im Stellt sich auch. Turnierverlauf. So, Max auch nur mit einer 41er als Antwort. Das heißt, eigentlich wie Max gerade Ja, sehr viel das Zeit für sollte er Lande jetzt auf jeden Fall jetzt. machen. Auch potenzieller 14 Data, ne, das ist aber eine Triple 2, glaube ich, 77. Ah, ne, kann sie nur stellen. Sollte jetzt auch mit einem Single 18. Ah, unglücklich, aber da darf er sich nicht so ärgern. Er hat alle Zeit der Welt. Überragend steht im Chat, so will ich das sehen. So, 2,62. Der verrutscht ihm ordentlich da. Kann sich kein Finish stellen. Vielleicht hat er das Leck auch schon fast Kann natürlich auch abgeschenkt. sein. Normalerweise sollte das Niklas auch Ja. checken und Max konzentriert sich schon auf seinen eigenen Denke ich Anwurf auch. danach. 14 für die Doppel 20 jetzt. Ja, der ist schon mal drin. Wichtig. Jawohl. Anschluss 5-4. Und jetzt kommt das wichtige Leck für Niklas Lande. Also, naja, gut. Lecks sind jetzt alle wichtig. Das ist blöd gesagt. Aber jetzt muss er Max Ja, nochmal das. breaken. Hat er schon dreimal geschafft in dem Match? Also, unmöglich ist es nicht. Nee, auf keinen Fall, aber wenn Max hier gut reinkommt, könnte es schwer werden. Jetzt rutschen irgendwie 5 ab. Also nur 45. Wenn jetzt Lande 1, 2 Triple gleich mal vorlegt, dann könnte es richtig interessant werden hier. Der ist drunter, Warte auf glaube die ich. 100. Also Ja. mindestens 100. Auf jeden Fall Also Lande stark. mittlerweile auch bei über 67 Punkten im Average. Max immer noch bei seinen knapp 66. Also es ist ganz extrem starkes Match auf jeden Fall.
Oh, Ich Max, wieder habe ohne Triple, die sind jetzt auch finde, der relativ Max hat ein weit. bisschen seinen Flow verloren, irgendwie, den er davor hatte. Weil, wie du gerade angedingst hast, die sind auch deutlich weiter weg als zuvor noch. Mal schauen, damit da ist wieder ein bisschen reinkommt. Schöner da drin lande. Ja, wieder 100. Jetzt ist er deutlich vorne. Das könnte natürlich das Break zum Das wäre Decider sein. natürlich Da hätte ich jetzt Hammer. als neutraler Kommentator Total natürlich auch nichts toll. dagegen. Hätte ich sogar richtig Bock drauf bei dem Match, weil ich will eigentlich auch nicht, dass das Match aufhört. Das ist so überragend, das könnte ich mir den ganzen Tag anschauen. Ist auf jeden Fall ja, ist nicht weniger Ja, auf unterhaltsam jeden als das Fall. World Da Matchplay heute verzichte Abend ich auch wahrscheinlich. aufs Matchplay, wenn ich das Match einfach den ganzen Tag anschauen darf. Wieder klasse, erster da. Oh, noch eine, Oh ja, come super Darts. on. Sind nur Oh, 140, das. aber steht im Wieder Finish-Bereich nach ein, 9 das ist Darts, 161. absoluter Weltklasse. Wahnsinn, dieses Match. 161 nach 9 Darts. Da kann Max sich noch so strecken. Das sieht sehr nach Decider aus. Aber jetzt ist Max auch wieder mit einem Triple dabei. Lässt zumindest nicht abreißen, auch wichtig für ihn. Ja, und auch das Triple auch gut für Selbstvertrauen. Das hat er jetzt schon ein paar Darts lang nicht getroffen, Triple. Um sich vielleicht dann doch für einen Decider, aber muss auch erstmal abwarten. Niklas hat ein paar Doppelprobleme gehabt, aber mittlerweile auch bei 70, 20%, also. 64 Rest jetzt nach Und 12 Starts, das ist absolut krass. Im letzten Lauf die 17 wahrscheinlich auch wieder schlecht oder falsch gerechnet, aber ist an sich auch noch nicht schlimm. ja, stimmt. Ist mir gar nicht aufgefallen direkt, aber hast Und du jetzt die recht. 64, Triple 16, Doppel 8, der favorisierte Weg hat Minimum 6 Starts Zeit, vermutlich sogar noch ein paar mehr, würde ich behaupten. Acht, okay. 8 auch kein Problem, Und ich bin 16 der Top. für Tops. Nee, aber das ist noch gar nicht schlimm, weil er kommt auf jeden Fall nochmal dran. Mit dann drei frischen Darts auf die Doppel 10. Lande ja eigentlich eher so der Doppel 16, Doppel 8 Mensch als Tops Doppel 20, aber können tut er irgendwie alles, deswegen sollte das dann machbar sein. 148 dickes Brett immer noch Rest bei Max Arsenijevic und Lande muss das jetzt eigentlich machen. Dann haben wir ein 5-5. Das ist ein guter Marker. Und das ist noch ein guter Marker. Und das Jetzt ist von eigentlich noch ein links guter dagegen, Marker, oh. glaube ich. Ich Ich glaube, da war in der glaube Single, oder? Ich hätte mir da fast eher gewünscht, dass er sich nochmal kurz Zeit nimmt und ein bisschen von weiter ja. links wirft, um die zwei Wäre als Bande vielleicht zu besser benutzen, gewesen. aber Vielleicht hat er. ist in seinem schnellen Vielleicht war Rhythmus er halt geblieben. einfach gedacht, er ist so im Flow gerade, dass der dann irgendwie reingehen muss, aber. Leider nicht. Oh, ich glaube, die sind alle unlucky. Die sind alle knapp drunter. Da wäre ein Triple Trotzdem natürlich wichtig gewesen. 88 Doppel 5 sollte Lande jetzt auf jeden Fall mal checken. Macht er auch. Ja, der 19 ist Darts zum drin. Decider, Alter, was geht hier denn ab? Wir haben den Hey, Decider. was ein Match. Oh, jetzt. Averages von 65,3 bei Max und von 68,03 bei Lande. Also, das ist ganz, ganz Ja, stark. vor allem in den letzten Ja. zwei Legs auch noch mal gut angestiegen, der Ey, das Average muss von man auch mal Niklas. schaffen. Wenn du 5-3 hinten liegst und das hohen im Druck, dann zwei solche Legs zu spielen, wie sie Lande gerade gespielt hat. Ja, der war gerade auf jeden Fall Ja. richtig im Flow. Startet jetzt mit einer 60, soweit ich das 55 sehen war es kann. auch, da bin ich mir gar nicht sicher. Weiß gar nicht. Ich hab's, erkenn's auch ganz schwer bei mir irgendwie. Okay, 60. So, jetzt muss ich Max mal wieder fast ein bisschen zusammenreißen, kann Ja, man der da fast ist gerade sagen. schon wieder Wieder weit weg, weg. aber der zweite umso besser. 70, 80? Ist sowas. Auf jeden Fall ein Triple ist wichtig. Okay. Also ungefähr gleich auf. Aber die Konstanz fehlt auf jeden Ja, Fall gerade bei fehlt, fehlt. Max. Niklas auch wieder 60. Auch immer 60 werfen ist ja auch am Endeffekt Stimmt, nicht kein so Fall, ne? schlecht. Ja, und gerade für Aber. Decider kann das unfassbar wichtig sein, wenn du da konstant deine 60er einfach wirfst. Weil wenn Max irgendwie hier ein bisschen federn lässt, oh, das kenne ich jetzt wieder gar nicht. Obwohl die Darts wieder zumindest alle nah dran waren, aber ich glaube auch wieder 60. 83 schon, 83, okay. okay. Boah, ist das spannend, ey. Ist ja Wahnsinn. Wie müssen die beiden sich denn fühlen? Wie gesagt, sind natürlich auch beide Favoriten, um in der Gruppe Klar. weiterzukommen, aber der Erste der Gruppe vermeidet voraussichtlich Ganz Ricardo im genau. Halbfinale, was natürlich schon gut wäre, den Ersten im Ach, auf Finale zu jeden begegnen. Fall, ja.
Aber wobei der Lande zumindest sagt ja immer, wenn er gewinnen will, muss er alle schlagen, was ja an sich auch die völlig richtige Einstellung ist. Und damit kann er aber heute gleich anfangen. Aber jetzt Aua, unlucky. Ja, 80 davon Max davor, starke 100 von Lande. Die sind beide fast gleich auf. Was ist das denn für ein Menschenwert? Ah, hui. Jetzt könnte der Anruf von Niklas natürlich das gewonnene Bull Ja, den Ausschlag gefühlt geben, zum vielleicht ersten am Mal Ende. im ganzen Match, dass es einen Einfluss hat. Ah. Oh, es sind nur 8 Oh, von schwache Max. 28. Es sind jetzt eine starke Aufnahme von Max und wir haben es gewinnt in eine andere Richtung auf einmal. Er lässt sich auch noch mal ein bisschen Zeit anscheinend. Auch ungewöhnlich Ja, bei ihm. konzentriert sich nochmal. Au. Ui. Ah, kein Mut zu 3, mal sehen, ob das noch Was? bestraft wird. Lässt sich 2,45. Ja, beide jetzt mit einer schwachen Aufnahme nach vorher guten Ja. neun Darts eigentlich. Kann ich aber auch mal übernehmen, glaube ich. Bei so einer Spannung. Lande rechnet da mal wieder nicht mit. 43 nur. Hätte da auf die 18 gehen müssen, um die Chance des Finish zu haben. Hätte ohne Triple allerdings eh keine Rolle gespielt. Lässt sich 210. Der hängt aber ganz, ganz schief. Braucht ein Triple fürs Finish? Hat keins. 206. Immer noch quasi gleich auf. Die beiden 4 Punkte auseinander nach 15 Darts. Ah, ja, ist das ein Match. Ich pack's gar nicht mehr langsam. Ja, jedes Triple ist hier auf jeden Fall wichtig, aber das Triple, das der eine wirft, wirft der andere dann Ja, auch wieder die. irgendwie. Oder wirft dann zwei Ja. Single weniger. 60 ist auf jeden Fall Auf immer jeden Fall. solide. Die kann man schon mitnehmen. Wieder nur in der 1, da ist schon viele Ausreißer bei Muss jetzt Max auf die momentan. 18. Ah, rechnet nicht mit. Lässt 18 Eieiei.3. Heißt mindestens 6 Darts für Lande. Ich glaube aber, erstens, er bekommt mehr. Ich glaube aber auch, er braucht mehr, ehrlich gesagt. Und es wird jetzt auch ganz Ja, besonders interessant, wie Lande ja. jetzt und in der Situation auf die Doppel gleich drauf sein wird. Aber stark. Oh, super Darts. Triple 18 jetzt für Doppel 18. Was erzähle ich für die Doppel 8 jetzt schon wieder? Wow, Also, wow. Wow, krass. 134 stellt In sich der Doppel 8. Situation. Jetzt braucht Max auf jeden Fall ein Triple, um Ja. nochmal die Chance zu haben. Höchstens 6 Darts, sage ich noch, für Ja, Max. würde ich auch Gehe sagen. ich Ah, mal. aber der. Aber da hat er auch 180 für Doppel 1, come on! zwei Triple. Do it! Nee, ich glaube nicht, Schade! aber. Trotzdem Okay, monströs stark. bockstark. Stellt sich hier Boah, 47. Riesendruck, aber jetzt die drei scheiße! Matchstarts für Niklas Lande. Oh mein Gott. Drei Matchstarts. Der ist drin! Der ist Jawohl! drin. Der gewinnt dann 6 zu Alter 5. Schwede! Er gewinnt 6 zu 5. Alter Unglaublich. Schwede, ich pack's gar nicht. Was war das denn für ein Match Wow. gerade? Wow. Was ein Comeback nach 5 zu 3. Drei sehr, sehr Ja. starke Legs. Max auch ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen dann, aber auch einfach Selbst ich mag überragend so die gespielt. 47, der mega Drück für Lande und er haut sofort den ersten rein, als Ja, wäre es und gar der nichts. Also das ist boah. Wow. Krass. Bist du dir sicher, dass wir keine Ja, kurzen Interviews vielleicht auch können Sie ohne ja, wir können Kamera die machen Spielerin können? hier sagen, die sollen sie vielleicht kurz vor ihr Board stellen oder sowas, so für 2 Minuten. Dann können wir die beiden mal Ja, fragen, wie die sich das wäre. gefühlt haben, weil ich bin ja. Ich zitter. Das ist Wahnsinn, was dieses Match mit mir gemacht hat. Scheiß auf World Matchplay, Alter. Das ist Darts, Junge. Ja, bockstarkes Spiel. Ich weiß nicht, ob die zwei uns Weiß ich hören auch können nicht. gerade oder ob die noch kurz mal Irgendwie. verschnaufen müssen. Zeig mir das mal ganz kurz Was? die Statistik mit eingeblendet. Also, Average sind wir bei Genau. 65,26 bei Max, 67,98 bei Lande. Also, er hat gezeigt, er spielt gegen jeden Gegner so gut anscheinend. Ist egal, ob er Druck hat oder nicht. Doppel auch solide am Ende. Gut, Max mit fast 30% natürlich überragend. Lande 20%, aber auch echt gut. Vor allem, wenn du überlegt, jetzt stand Ja. ja am Anfang bei 1 von 11 oder sowas noch. Also, am Ende waren es dann halt. Weil die Doppel sind noch nicht ganz aktuell, die sind noch beim letzten Leck hängen geblieben. 380er gesehen. Also, boah. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, mal. So, wenn die beiden uns hören können, kurzes Statement wäre cool von euch zweien, weil es war schon ein sehr, sehr geiles Spiel. Da würde ich die zwei Protagonisten schon gerne nochmal hören. Das ist vom Bild jetzt gar nicht ganz so gut. Ich versuche es mal halbwegs hinzubekommen.
Und Darwin darf gern schon mal loslegen währenddessen. So, Niklas, du siehst relativ fertig aus. Komplett, ey. Ich bin echt im Aber Arsch. erstmal Glückwunsch, auf jeden Danke. Fall. Ich spreche erstmal Max. Max, du hörst mich, denke ich. Ja. Warst 5-3 vorne, hast noch 6-5 verloren. Bist du da ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen oder was war dann los ein bisschen in den letzten 3 Legs? Die Darts auch relativ weit weg immer gewesen. Ach, genau, das ist es nämlich. Wenn man dann halt aufgeregt ist und sich da halt in die Hose scheißt, dann wird das nichts mehr. Aber ich habe sowieso halt irgendwie nicht so gut gescored, fand ich vom Gefühl her. Die Doppel waren okay, aber am Anfang vom Spiel nicht so geil gescored. Dann in der Mitte war es mal überragend. Ein Leg vor allem. Oder zwei Legs oder so. Und dann, keine Ahnung, wieder in so ein Loch gefallen. Vorhin schon gesagt, die Woche war nicht so geil bei mir vom Spielen her. Ich weiß auch nicht. Bisschen besser geht, denke ich schon. Aber naja, trotzdem war es spannend. Aber es ist halt ärgerlich, wenn man einfach Kacke wirft, weil man aufgeregt ist. Und ich weiß nicht, ob ich besser werfen kann, aber naja. Ja, vielleicht auch ein bisschen der Unterschied dann im Gegensatz zum daheim gegen Computerspielen. Es kann natürlich Ja, auch sein, dass ja. Niklas ein bisschen mehr Erfahrung jetzt auch hat, vor allem auch mit dem Online-Darts. Niklas, dein Comeback, vorher die Doppel nicht so gut, am Ende dann bockstark die letzten 3 Legs. Wie hat sich's dann angefühlt? Also am Anfang, ich muss sagen, ich habe richtig lange gebraucht, um reinzukommen. Ich war halt auch wahrscheinlich genauso wie der Max richtig aufgeregt. Also die ersten, was waren es, 3, 4 Legs vielleicht. Da musste ich immer schauen, dass ich im Score gerade so hinterherkomme. Und bin eigentlich immer zurücklegen im Match. Doppel liefen dann halt auch nicht leider. Irgendwie, ich war halt einfach viel zu aufgeregt. Ich bin voll auf Ja. die 1,5 über die 20 oder so, halt über die Triple 20 geworfen. Also ich war einfach viel zu aufgeregt. Jetzt irgendwann, so wie ich dann das bessere Leg hatte, da ging es dann langsam von der Aufregung. Und da habe ich mir gedacht, scheiß drauf, du versuchst jetzt einfach, was geht, und holst jetzt vielleicht noch auf, was geht. Als ich dann so zurücklegen bin und dann plötzlich lief es, da war ich auch nochmal aufgeregt und dann plötzlich liefen die Triple, plötzlich liefen auch die Doppel und ganz anderes Match plötzlich irgendwie. Ja, vor allem zum 5-4 und 5-5 warst du ja komplett im Flow, hast ja auch Chance zum 15 Darter gehabt und so weiter. Auch 16 oder 17? 17 und 19 Darts, die 2 Legs. Und die 19 Darts auch, nur weil du da nochmal, glaube ich, 3-4 verpasst hast oder sowas. Also auf jeden Fall sehr, sehr stark zurückgekommen. Auch ein ganz extrem starkes Match. Lande, muss ich auch mal sagen, ein bisschen ungewöhnlich war schon von dir, wie emotional du heute unterwegs warst, weil normalerweise kennen wir dich ja eher so als sehr zurückhaltenden Spieler immer, aber heute bist du teilweise sehr aus dir rausgekommen. Wo dann lag es? An der Ja, das Aufregung stimmt, irgendwie, das am stimmt. Adrenalin, was geflossen ist? Definitiv. Definitiv an der Aufregung. Ich habe mir auch bei dem, ich glaube, war das das erste Leg, was ich gewonnen habe, und der dritte da in der Doppel 16 war, habe ich die alle vor Aufregung übelst schnell rausgezogen und hätte mir im Nachhinein gedacht, scheiße, Mann, du hättest es Ja, nochmal das war zeigen können. tatsächlich, Und dann ist wahrscheinlich im Stream ich nicht so glaube ersichtlich tatsächlich, war, dass der in drin deinem war. ersten Leck war das, also, das war auf Doppel 10 oder sowas, da waren wir uns tatsächlich, also das heißt nicht sicher, es sah halt so aus, als wäre er nicht drin gewesen, aber wir glauben dir natürlich, Gottes Willen. Aber, ja, mein Gott, aber in der Ja. Situation, dass man da nicht dran denkt, da kann man, glaube Jetzt ich. habe ich mir danach eben gedacht, dass ich dann die nochmal hell zeigen kann und nicht gleich Ja. rausziehen, aber da war ich einfach viel zu aufgeregt und hätte mir gedacht, schnell So schlimm war weitermachen. das. Ja, die letzten 4 Legs übrigens mit 16, 17, 19, 22. Ganz ehrlich, so viel brauche ich manchmal zusammen für ein Leg. Das ist schon echt heftig, was ihr da abgeliefert habt gerade. Ja, ein 11 Legs und das Spiel ging trotzdem nicht lang. Wie lang Ja, ging das? Obwohl knappe doch. Stunde. Ja, okay, da steht auch Spielbeginn noch 14:50 Uhr. Das war, als wir das Spiel Ja. eingestellt haben. Ich glaube, um 15:05 Uhr ging es dann los. Also in Ja. Dreiviertelstunde. Ja, auf jeden Fall. Was ich auch gerade angesprochen habe, dieses Doppel 16 war sehr, sehr wichtig zum 1:2, weil 3-0 mit 2 Breaks vorne für Max wäre dann schon Ja. viel gewesen, aber obwohl Breaks in dem Spiel jetzt auch nicht so viel Unterschied gemacht haben. Wurde ja hin und her gebreakt wie sonst was, vor allem in der Mitte des Spiels. Aber ja, ich glaube auch die 75 waren auch wichtig mit den 2 Darts, da auch mal endlich mit dem ersten Dart Ja. getroffen für Niklas. Ja, Ich ich glaube, glaube, das das hat hat auch auch Sicherheit Selbstvertrauen wieder gegeben. gegeben, dann, denke Ja, ich dann. genau. Ja, krass, Lande. Naja, ich Genau. kann auf jeden Fall Oh. sehr, schon mal sagen, ich bin sehr froh, dass du bei der nächsten Competition nicht Okay, dabei bist. der auch gar nicht gesagt. Dann haben endlich wieder andere Leute eine Chance und nicht nur du. Nee, aber ansonsten. Ja, dafür drehe ich dann beim Double Ja, Cover das ist auf. okay. Das ist okay. Ist genehmigt. Jetzt habt ihr die eine Situation gesehen, wo ich, also ich hatte ja ein paar Bouncer, aber einmal hatte ich 60 geworfen, gehe hin, lang den einen Dart an und dadurch ist der andere Dart rausgefallen. Dann habe ich mir 40 Okay. eingetragen, weil ich nicht wusste, wie das läuft. Also ich habe dann mal fair gemacht, weil ich mir nicht Okay. sicher war, aber. Ich glaube, wenn du ihn selber Ja. quasi durch deine Berührung rausgehauen hast, dann sollte es Ich eigentlich glaube noch auch, zählen. ja.
Ganze jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt, Ja. aber naja. Aber war nur ein Single 20 oder so? Also, ja. Ja, da bin ich mir nicht sicher. Ja, aber wenn du ihn selber durch deinen eigenen Einfluss rausgeholt hast, quasi oder wie auch immer hast, dann zählt es. Soweit ich das weiß. Übrigens hat jetzt lustigerweise derjenige gewonnen, der das Ausbauen gewonnen hat. Stimmt, ja. Obwohl ich mehr gewonnen habe beim Aufbauen. Gefühlt nur. Ja, stimmt, jetzt war es im Endeffekt doch noch sehr wichtig, dass Lande Ja. angefangen hat, weil Max sich ja jetzt auch noch auf Ja, da 47S brauche ich mit gestellt hat. 27 Breaks, ja, aber jetzt Zum am Ende Schluss. hat das echt einen Unterschied gemacht. Ja, also, das hätte ich eh nicht getroffen, Mann. Da hätte ich wahrscheinlich in den Boden geworfen, weil ich gewesen Ja, Okay. das Oh. weiß man jetzt natürlich nicht mehr. Alright, Problem, wunderbar. ich hätte dabei Ich würde verloren. sagen, dann belassen wir es auch dabei. Danke an unsere beiden Spieler auf jeden Fall für das Wahnsinns-Match. Ich habe schon geschaut, ihr könnt gerne den ganzen Tag weiterspielen eigentlich. Und ich gucke mir das heute Abend statt Matchplay an, weil das ist eh viel besser. War gute Unterhaltung auf jeden Fall. Ja, vor allem, weil bei den ungesetzten Spielern, die gerade nur noch beim Matchplay dabei sind, da ist ja eh fast schon Ja, langweilig das eigentlich. vom Niveau kommt da ungefähr aufs Ähnliche raus, würde ich sagen. Genau, ja. Mal schauen, ob die mehr als 380er werfen heute Abend. Ist schon krass. Okay, wunderbar. Dann Das war auch. melden wir uns nächste Oha. Woche wieder mit einem neuen Topspiel. Keine Ahnung, was für eins. Wahrscheinlich irgendwas mit Ricardo oder sowas, bei unserem Glück. Ricardo gegen Ja, Sven müsste das nächste Woche Sven gegen spielen. dich oder so. Das wird auch. Okay, ja, das Könnte könnte auch man sein. zeigen. Gut, werden wir sehen. Das Spiel könnte sogar, wenn man mal durchrechnet, jetzt quasi für den Finaleinzug Ja, das haben wir gewesen auch sein. angesprochen, ja. Das Ist haben ja wir auch jetzt wirklich. angesprochen, dass der Verlierer gegen Ricardo dann wahrscheinlich im Halbfinale spielen muss. Ja, geil, ich freue mich drauf. Ja, Hauen weg. so kann man es auch sehen. Da kann ich dann nochmal anfühlen. Dann seht ihr euch dann vielleicht ja nochmal im Finale. Weiß. Würde ich mich freuen auf Auf jeden die Fall, Playoffs freue ich mich aber sowieso, ey. Das wird dazu Wahnsinn. müsste einer von euch beiden Ricardo schlagen. Oder Ricardo wird noch Gruppenzweiter und Niklas spielt Ricardo gegen Gruppenzweite Ricardo wird es ja, oh, dann. heilig, ja, auf jeden Fall. Das wäre Die traurig. Konkurrenz ist so groß in der Gruppe für ihn, das ist. Naja, warte mal, ich kann mal die Bilanz zwischen Weber und Ricardo anschauen. Gut, aber das ist ja irgendwer von vor 84 Jahren alt, das würde ich Ja, okay, ist 12 zu 1 für Ricardo, Ja, aber und Weber hat schon einmal das eine hat Ricardo, glaube ich, gewonnen. aufgegeben damals, weil es ihm nicht gut ging. Aber Ach, das steht als ich Sieg für würde mich Weber freuen, drin. wenn es der Weber gewinnt, aber naja, der Glaube fehlt so ein bisschen. Schon wieder. Naja, je nachdem, bevor wir uns wieder völlig verquatschen jetzt, hätte ich gesagt, beenden wir das für heute mal. Genau. Danke fürs Zuschauen und so. Danke an die komischen, an die sieben Leute, die immer noch dabei sind. Die Das hab ich komischen. nicht gesagt. Und genau, dann bis nächste Woche. Tschüssi. Servus an alle. Ade, bleib schön. Oh Gott.